Ja, Leute, Free Week vom 7. bis zum 13., also fast eine ganze Woche. Wir hätten es eigentlich am 6. starten können, aber gut, okay, fast eine ganze Woche. Vom 7. bis zum 13. könnt ihr, falls ihr das noch nicht gekauft habt, das Spiel, kostenlos zu Crew 2 zocken. Vollwertiges Spiel mit allem Pipapo. Nicht so eine abgespeckte Version, sondern wirklich das komplette, vollständige Spiel. Könnt ihr eine Woche mal zocken, mal ein bisschen durchsuchten. Und danach, im Anschluss, wenn ihr sagt, ey, Digga, das war richtig geil, könnt ihr euch sogar bis zu 75% Rabatt dafür sichern. Aktuell ist es, glaube ich, sogar noch bei PlayStation Plus extra, aber nur nicht bei dem normalen, umsonst. Weiß ich aber nicht, ob das immer noch so ist, keine Ahnung. Und ich habe auf jeden Fall das auch mal getestet hier mit dem 75%. Bei Xbox zum Beispiel kriegt man anscheinend sogar 80%, ja? Also da kriegt man die Gold Edition für 17,99 € und die normale für, glaube ich, 9,99 €. Also dagegen kann man überhaupt nichts sagen, ne? Und man kann ja nicht immer nur meckern, ich will jetzt auch was Positives sagen, was ich nämlich gesehen habe hier. Und zwar auf dem Ubisoft Deutschland Kanal. Tatsächlich, Digga, auf dem Ubisoft Deutschland Kanal. Was für ein Wunder, Digga. Ey, mich wurde erhört. Jemand hat mich gehört. Kurs geht raus an der Stelle. Finde ich richtig nice. Die haben endlich auch mal was zu The Crew gepostet. Selbst wenn das jetzt nicht so viele Aufrufe macht, ist ja egal. Aber man muss ja auch hier zeigen, ey, guck mal, The Crew ist immer noch am Start. Und das posten wir auch. Da muss man auch dazu stehen. Und ich finde es richtig geil, dass sie es jetzt gemacht haben. Ubisoft.de. Kuss. So, hier kommen jetzt aktuell ungefähr so 4, 5, vielleicht sogar 6 The Crew-Videos hintereinander weg. Deswegen dieser Anfang ist immer gleich. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Moin Leute, was geht? Mit der neuen Dominion Forspell kam ja auch neue Rennen dazu. Aber nicht nur, dass es irgendwie irgendwelche neuen Rennen sind, sondern die haben halt wirklich die Map bearbeitet und du kannst die Rennen auch überall auf der Map finden. Und es sind 6 neue Orte dadurch entstanden. Aber es gibt auch Orte, die sind noch gar nicht draußen, aber ihr könnt da trotzdem schon hingehen. Ja, ich zeige euch heute alle Orte, die jetzt neu gekommen sind. Es sind wie gesagt 6 Stück. So, und wenn wir hier mal auf Motorflix gehen, dann haben wir schon mal die ganzen Mopeds hier. Alter, sind das viele. So, hier hinten Dominion Forsberg, ne? Da müssen wir drauf. Und dann sehen wir schon, hier sind erstmal 3 Rennen. Der Rest kommt halt irgendwann mal. So, das erste Rennen ist hier auf der Strecke Five Kings Casino. Das Rennen ist auf der Strecke Eagle Falls. Und das ist auch auf der gleichen Strecke Eagle Falls, ne? Ist also ein Ort. Das sind also schon mal 2 neue Orte hier, die auf der Map drauf sind. Und es gibt noch andere Orte. Hier zum Beispiel haben wir The Monuments. Dann haben wir hier Lakeside. Und das ist, glaube ich, Black Rift oder wie das heißt, weiß ich nicht. Und es gibt noch einen Ort, den finden wir aber nicht hier, sondern bei Driften. Street Race, Driften. Dann haben wir nämlich den nicht. Den hier, die ersten beiden, genau. First Track und Second Track. Die sind auf dem Drift Park. Drift Park ist auch ein neuer Ort. Aber ich zeige euch heute einmal alle Orte, auch die, die man noch nicht fahren kann. Ihr könnt die nämlich trotzdem schon fahren, wenn ihr euch einfach, wenn ihr wisst, wo die sind und ihr einfach dahin geht, ne? Also weißt du was, wir können ja mal einfach mit dem Driftpark anfangen. Da können wir uns einfach hinporten, da brauche ich gar nicht viel zeigen. Da sehen wir den Driftpark. Es ist auch, also man kann, es ist einfach geil, dass die Map so groß ist. Ne? Ich liebe das wirklich, es ist so nice, Alter. So viel, so facettenreich hier einfach. Also hier ist es, Driftpark. Und dann ist einmal hier die Strecke da so und einmal außenrum. Also das ist ein neuer Ort schon mal hier. Wie gesagt, den könnt ihr ja ganz normal im Rennen fahren. Oder ihr könnt auch jetzt hier in der freien Fahrt so rumfahren. Ist nur die Frage, ob es hier überhaupt irgendwo einen Eingang gibt. Ich finde, das hier ist einer der unspektakulärsten neuen Orte, die reingekommen sind. Der sieht relativ, ich sag mal, langweilig aus. Aber ich sag's euch, die anderen sind so geil geworden. Ich habe noch nicht alle genau angeguckt. Nur mal so kurz überflogen, wo die sind. Weil ich habe extra für euch die komplette Map abgesucht und alle neuen Orte gesucht. Das war echt ein kleiner Herpes, aber egal, ich hab's geschafft. Ah, guck mal, hier kann man direkt rein, alles klar. So, jetzt können wir hier schon fahren, aber wie gesagt, das ist ja auch ein ganz normales Rennen, das kann man einfach so schon fahren. Das Coole ist an den neuen Strecken, dass es halt alles so relativ breite Sachen sind, ne? Also nicht so eng, ich hasse das ja auch, wenn das so eng ist. Und vor allem bei den meisten Drift-Rennen, die es bisher gab, wir können eigentlich auch mal ein Drift-Auto nehmen, ne? Habe ich das hier gespeichert? Aha, guck mal hier. Ist auch, Digga, ich weiß gar nicht mehr, wie ich hier ins bekommen habe, den Wagen, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe den einfach gekauft. Ey, der ist voll geil, ne? Sieht man schon mal hier, die Karre ist matt lackiert. Und der Rest hier, Motorhaube ist Carbon. Hier das Seitenteil ist aus Carbon. Die komplette Tür ist aus Carbon. Und das hintere Seitenteil ist auch aus Carbon. Bis hierhin halt, ne? Da sieht man das wieder. Richtig krank.
hier hinten, der Kühler ist einfach hinten, richtig geil, so wie das auch bei vielen Driftautos sich gehört, ne? Und hier hinten sieht man noch die Ventilatoren, die dann die Luft da raussaugen. Hier hinten ist ja gar kein Auspuff, ne? Der hat den Auspuff auf der Motorhaube. Guck mal, da ist einfach der Auspuff, Digga. Wir können mal ein Nitro zünden, dann wird man das auch sehen. Guck mal. Wie geil ist das denn, Alter? Richtig krank. Guck dir das an, Alter. Komplett krass. Richtig geil. Ja, ist auf jeden Fall eine neue Driftstrecke hier. Ich will jetzt hier auch nicht so lange drauf rumhampeln. Ihr könnt ja selber mal ein bisschen ausprobieren. Vielleicht haben viele das ja schon mal gemacht. Vielleicht mache ich noch ein Video, wo ich einfach mal alle neuen Strecken fahre. Aber ich finde, die hier ist nicht so die spektakulärste, ne? Und jetzt müssen wir ein bisschen hinne machen, sonst wird das Video wieder 10 Jahre. Also, das ist auf jeden Fall der neue Ort Drift Park. Ort Nummer 1 ist ungefähr hier links von New York. Und ja, rechts auf der Map. So, den nächsten neuen Ort können wir uns auch direkt hinporten, ist nämlich Five Kings Casino, ist mein zweiter neuer Ort hier. So, und das sind alles Strecken, wo man auch nice driften kann. Hier sind wir bei Las Vegas, genau rechts von Las Vegas ist das hier. Da, wo Las Vegas ist, seht ihr ja da links. Und genau rechts daneben ist hier Five Kings Casino Motorsport Park. Da. Richtig nice, ne? Das ist wieder eine von den Sachen, die viel geiler sind, ne? Also das Driftpark, okay, ist geil. Bestimmt auch geil zum Driften, aber von der Optik her, guck mal hier, ne? Ist jetzt natürlich voll schade, dass das gerade so dunkel hier ist in dem Game, ne? Da kannst du auch geil driften, Digga. Solche Strecken haben einfach gefehlt, ne? Driftstrecken. Digga, die bisherigen Driftstrecken sind so ein Müll. Und guck mal hier. Ich glaube, ist das jetzt Sonnenuntergang hier schon oder was? Weil jetzt fangen schon die ganzen Dinger hier an zu leuchten. Das ist doch mal geil, oder? Lol, hier mit Springbrunne. Springbrunnen. Was? Warte mal, glaubt ihr, man kann hier mit einem... Oha, das wäre krass. Ah, man kommt nicht über die Leitplanke drüber, ne? Ich würde ja mal gerne testen, ob man hier mit einem Boot langfahren kann, ne? Aber geil. Guck mal hier. Das ist auch neu, ne? Dieses Casino hier, das wäre übrigens geil, wenn man da reingehen könnte. Das Casino hier, das stand ja hier vorher gar nicht. Das ist einfach ein neues Gebäude auf der Map. Einfach rechts von Las Vegas mit einem... Ah. Ja, hier wollte ich auch schon immer mal hin. Das ist auch interessant. Und noch ein Riesenrad, was auch mit neu dazugekommen ist. Digga, das ist doch mal voll nice, oder? Das ist nicht einfach so irgendeine Strecke irgendwo hingeklatscht, sondern ist wirklich mal geil gemacht. Und sogar eine Anbindung an die Straße haben die hier dran gedacht, ne? Wenn du hier von der Straße kommst, siehst du direkt hier ein Dominion-Schild. Und hier geht's, hier ist dann der Eingang, ne? Digga, wie geil ist das? Also das ist auf jeden Fall mein zweiter neuer Ort. Five Kings Casino, rechts von Las Vegas. Komm, wir gucken nochmal, ob ich da in ein Boot reinkomme. So, warte mal, vielleicht so. Oh, ja, Wechsel, Junge. Oh, der Springboard, habt ihr gesehen? Ja, moin, das geht sogar, Digga. Geil. Kannst du mit dem Powerboot hier fahren, Alter. Lul. Oh, oh. Er ist abgesunken. Ja, okay, egal. Kommst du Ort 2. Neuer Ort Nummer 2 kann auch jeder von euch direkt schon sehen. Easy Snack ist Eagle Falls. So, jetzt muss ich selber mal gucken, wo wir sind. Es ist aber vom Wetter her gerade echt mies, ne? Also, hier ist auf jeden Fall Eagle Falls Motorsport Park. Auch wieder richtig geil. Ungefähr in der Mitte von der Map, weiter unten. Dann habt ihr hier Dallas, ne? Hier ist Dallas. Links davon ist der Park. Ist aber auch egal, weil ihr könnt euch ja eh einfach über das Rennen dahin porten. Jetzt will ich mal kurz mal gucken, wie das aussieht. Das, genau, Alter, das war nämlich auch richtig krank, ne? Ich weiß nicht, wie das hier vorher aussah. Kann mich nicht... Ich glaube, hier war einfach nur ein Berg. Oder, Leute? Hier war doch einfach nur ein Berg. Hier war gar nichts, ey. Da hat sich schon wirklich jemand Mühe gegeben. Die Strecke sieht auch richtig geil aus. Guck mal hier oben. Alter, ist das krank. Wir müssen da, glaube ich... Hier müssen wir einmal drauf fahren. Ah, Wetter spielt gerade nicht mit, ne? Das ist jetzt diese Übergangsphase zu Regen anscheinend hier. Die dauert aber echt lange. Weil halt auch der ganze Zyklus jetzt länger dauert, ne? Aber wie geil! Guck mal! Was für eine nice, breite Strecke, Alter. Du kannst ja Highspeed-Driften machen. Guck mal. Lol, nice. Das haben die geil gemacht, ne? Oh. Ja, komm. Ja, sauber. Oh, die Sonne. Sonne. Nee, ist wieder weg. Okay. So, hier können wir einmal hochfahren. So, jetzt sind wir hier oben drauf. Alter, wie lustig das doch ist, ne? Was die hier gemacht haben alles, ne? Nur einfach nur so.
um den Park drumherum. Weißt du, die hätten auch einfach eine random Strecke auf einer geraden Fläche machen können. Arschlecken. Aber nein, die haben sich echt gedacht, so komm, wir machen mal was richtig Geiles hier. Und haben hier noch so einen Wasserfall mit eingebunden. Digga, wie nice ist das? Boah, Alter, was ist das denn für ein Wasserfall hier? Boah. Muss auch mal... Junge, was ist denn hier los? Ach du Scheiße. Ja, wie das aussieht. Ach du Kacke. Du musst ja halt auch mal überlegen. Oh, okay, hier hat man ein bisschen verkackt. Der Fels ist hier so... ja, komm, egal. Können sie auch noch so ein kleines Powerboot-Rennen draus machen hier so, Raft-mäßig. Oh. Oh, Leute, die haben mir einen Tunnel eingebaut. Nee, Alter. Junge, die können ja wirklich hier... Vielleicht kommt irgendwann mal ein Powerboot-Rennen hier. Oder ich glaube eher Jetsprint. Jetsprint passt sogar besser, glaube ich. Digga, du kannst hier einmal überall langfahren. Wie geil ist denn das? So, guck mal, jetzt ist wenigstens Sonne hier. Ja, jetzt besser. Jetzt kann man es auch mal besser erkennen, ne? Guckt euch... Jetzt muss ich das echt nochmal angucken, ne? Guckt euch das mal an. Wie geil haben die das bitte gemacht, ne? Das lädt alles noch ein bisschen hier, weil ich in dem Flugmodus da gerade bin. Aber das ist doch mal richtig geil. Junge, davon müssen die unbedingt mehr machen, Alter. Die Driftstrecken hier sind ja auch so scheiße, ne? Guck mal, ja, boah, hier ist ein Helikopter, Alter. Jo. Ah, das haben die echt sehr gut gemacht, ne? Also das ist definitiv einer der coolsten Parks, ne? Allein schon, weil du hier, das ganze Wasser hier, wie geil das aussieht. Und hier ist ja nicht nur eine Driftstrecke, ne, ist auch eine Touringcar-Strecke. Kannst auch Touringcar-Rennen fahren. Also, richtig cool. So, das waren jetzt die ganzen offiziellen, die man einfach schon benutzen kann, die man schon fahren kann offiziell. Es gibt aber auch noch die, die noch gesperrt sind, aber die Orte sind ja schon auf der Map. Das heißt, ihr könnt das schon fahren, wenn ihr wisst, wo das ist. Also, ich zeige euch jetzt mal, wo die sind. Wir haben hier noch Monument, Lakeside und Black Rift, also noch drei Stück. Fangen wir mal an mit Monument. So, Leute, jetzt bin ich auf dem Weg zu den Monumenten. Weiß aber noch nicht, wo der Eingang ist. Ich bin jetzt auch zum ersten Mal hier. Okay, hier ist auf jeden Fall nicht der Eingang. Oder hier einfach mal. Ah, guck mal, hier ist auch ein offizieller Eingang. So, das ist auf jeden Fall die Strecke Monuments. Ja, jetzt sogar der richtige Boxengasse, Alter. Komm, wir fahren einfach mal hier rum. Weiß ja nicht, wo lange es hier eigentlich geht. Das ist auf jeden Fall auch geil. Erstmal ist der Ort hier nice. Ich zeige euch gleich nochmal genau, wo das ist. Aber es gibt hier unter anderem auch eine Brücke. Also so einen kleinen Tunnel, wo man durchfahren kann. Nicht den hier, sondern irgendwo da hinten habe ich gerade eingesehen. Guck mal hier, es... Ja, oh, das sah auch geil aus, Alter, mit so einer Schrägkurve. Fahren wir einmal so grob ein bisschen drüber hier. Jetzt mal nicht mit dem Driftauto, damit es schneller geht. Hier, genau, hier ist so ein geiler Tunnel noch gemacht. Ja, es ist einfach richtig cool, ne? Guck mal, wie das aussieht. LOL. Alter, ist das nice. Also die haben sich hier echt was richtig Geiles ausgedacht, ne? Ohne Witz. Aber es wird schon wieder dunkel, Digga. Ich krieg einen Herpes, ne? Ich krieg einen Herpes. Ah, das ist auch eine geile Strecke, ne? Gefällt mir mega gut. Aber mit dem Karren kannst du auch nicht driften, ne? Das Ding hat so viel Anpressdruck irgendwie. So stabil. Könnt ihr mal ausprobieren, den Wagen. Also ich finde den übelst nice, ne? Da rutscht ja mal wirklich gar nicht weg, ey. Guck mal hier. Lol, vielleicht kann ich jetzt schon erahnen, wo das ist, ne? Sieht man schon vielleicht ein bisschen. Aber ich finde das hier auch geil. Es geht immer so hoch und runter, rechts und links. Richtig cool, ne? Gehen wir mal auf die Map hier. Könnt ihr auch direkt sehen, wo das ist. Es ist nämlich genau rechts vom Grand Canyon. Ja? Also hier ist zum Beispiel irgendein Rallycross-Event. Und rechts davon ist die Strecke. Hier oben ist Santa Fe. Wir sind ja ziemlich in der Mitte von der Map. Könnt ihr an dem Fluss ungefähr erkennen, wo das ist. Hier ist Monument Sportpark. Das ist auch echt cool gemacht, ne? Guck mal, es ist auch richtig viel. Da ist richtig viel Strecke hier drauf, ne? Guck mal hier, diese Schrägkurven. Echt cool. Also das ist auf jeden Fall die erste geheime neue Strecke hier. Also Monuments. Vierte neue Strecke. So Leute, die nächste geheime Strecke ist hier Lakeside. Da werden dann auch zwei Rennen kommen. Da gehen wir jetzt mal hin. Wir waren schon gerade in der Nähe. So, jetzt müsste gleich irgendwo rechts die Straße reingehen. Ich muss mal gucken, wie man da hinkommt. Ah. Nee. Oh, lol, wie geil. Das haben ja auch wieder richtig... Ey, Digga. Einfach nice. Guck mal hier. Ey, was haben die hier gemacht, Alter? Ich dachte, jetzt eine normale Straße. Hier fährst erstmal so eine Brücke hoch, wenn du da hin willst. Digga.
Das ist ja auch geil. Unten durch den Tunnel durch, genau. Lul. Das ist alles neu hier, ne? Das gab's vorher nicht, diesen Tunnel und den ganzen Kacke hier, wo ich jetzt lang fahre, ne? Junge, wie geil ist denn das? Und zack, jetzt sind wir an dem nächsten Ort, Lakeside. Lul, das ist hinter dem Berg, deswegen haben die den Tunnel gemacht. Ja, das ist echt gut, ne? Richtig gut. Komme ich hier rein? Ja, hier kommen wir rein. Gibt's auch eine Boxengasse, also könnte hier wahrscheinlich auch ein Touring-Car und ein Driftrennen wieder sein. Die habe ich mir jetzt auch noch gar nicht angeguckt. Ich habe nur kurz geschaut, wo es ist. Mal hier, guck mal hier, der hat sich richtig was einfallen lassen, ne? Geil, ey. Erinnert mich ein bisschen an diese... Oh, guck mal hier. Oh, das könnte nachts aber auch cool aussehen, ne? Kurz mal nachts. So, guck mal. Lol. Echt schön gemacht, ne? Richtig geil, Alter. Also ich glaube, das lohnt sich echt bei den neuen Strecken auch einmal bei Nacht hier hinzugehen und mal zu gucken, wie es dann aussieht. Es erinnert mich auf jeden Fall an dieses eine Touring-Car und Alpha-Rennen. Ich weiß gar nicht mehr, wo das nochmal war. Das ist aber nicht hier in der Nähe, glaube ich. Das muss irgendwo anders sein. Ja, jetzt fahren wir ja komplett willkürlich irgendwo hin einfach. Oh, da oben ist ein Tunnel oder was war da oben? Ey, geil. Es ist auch so viel Strecke hier drauf. Nicht einfach so irgendwie Dulli kurz hier einmal im Kreis oder so, ne? Ihr seht das hier auf der Map. Ich mache die Map mal größer. Könnt ihr die ganze Karte sehen. Boah, sieht das geil aus. Digga, da ist ein Fenster oben drinne. Ein bisschen heller gemacht. Jo! Alter! Junge, wie geil ist das denn gemacht worden? Jetzt gerade mal ein bisschen auf Tag gestellt. Alter, ey, das ist, kann mir jeder sagen, was er will. Das ist richtig geil gemacht. Richtig geil. Jetzt haben wir es gerade hier so 22:30 oder so. Es wird langsam dunkel. Ah, schade, ne? Ich würde natürlich gerne auch mal gucken, wie das bei hellen aussieht. Kann man das besser zeigen in der Vogelperspektive. Aber ihr seht schon, das ist auch eine coole Strecke, ne? Also, ey, stellt euch erstmal vor, hier so driften. Guck mal hier. Was für eine geile Brücke die gemacht haben. Das finde ich echt gut, dass man sich hier wirklich da so ein bisschen Mühe gegeben hat, ne? Junge, das wird ja eine richtig geile Driftstrecke hier werden. Leck mich fett. Okay, ich will jetzt hier nicht so viel Zeit verschwenden. Das Video soll noch nicht 10 Jahre gehen, auch wenn er schon wieder 10 Jahre geht. Also, Lakeside ist hier direkt neben Salt Lake City. Und wir waren hier gerade rechts von Las Vegas. Hier ist der Five Kings Casino Sportpark und direkt darüber ist der Lakeside Motorsportpark. Auch echt cool gemacht, ne? Jetzt kann man das hier nochmal so ein bisschen sehen. Leider jetzt dunkel, aber was soll ich machen, ne? Es ist einfach auch wieder richtig cool gemacht. Also, das ist der nächste geheime Ort. Fehlt noch einer. So, der letzte neue Ort ist hier Black Rift. Das sind die auch, gibt's auch wieder zwei Rennen. Wahrscheinlich auch wieder ein Touring-Car und ein Drift oder was, keine Ahnung. Da gehen wir jetzt mal hin. Da gibt's auch wieder eine eigene Zufahrt hier. Guck mal, alle mit so einem Tor, ne? Und ab hier ist wieder auch eine völlig neue Strecke. Die Straße gab es vorher auch nicht. Weil da hier auch nichts gewesen ist, ne? Ja, die Karre fährt echt krass, ne? Neues bestes Auto, habe ich gehört. Guck mal hier. Juckt ihn einfach alles gar nicht, ey. Bremst aber noch viel zu viel. Kannst überall Vollgas fahren. Boah, ist das noch eine lange Zufahrt hier, ey. Erstmal noch 2 Kilometer fahren hier, oder was? Ah, da kommen wir schon an, okay. So, dann ist jetzt hier Black Rift. Das sieht aber ein bisschen Touring-Car-mäßig aus eher, ne? Guck mal, sogar ein Schild hier, Racetrack. Ah, okay, kann man auch direkt schon mal drauf fahren, geil. Ist halt nice, dass man einfach wirklich alle schon fahren kann, ne? So, ich mach die Map mal wieder groß unten, da könnt ihr schon mal gucken. Da ist auch wieder richtig viel Strecke drauf, ne? Hier so einen fetten langen Drift wäre auch geil. Also das, ey, also wirklich zum Driften sind das, glaube ich, richtig geile Klamotten hier, ne? Echt nice. Ich zeige euch gleich nochmal, wo es ist, können wir so kurz ein bisschen drüber fahren hier. Ah, guck mal, hier auch eine coole Brücke. Es gibt so viele Straßen hier. Ich muss mal einen Überblick verschaffen. Ich habe mir die Strecke jetzt auch noch gar nicht angeguckt hier. So, können wir schon mal sehen, wo es ist. Also, Black Rift Motorsport Park. Also, wir sind hier ungefähr so rechts von Los Angeles unten.
da hier, wo dieser große See so, also eigentlich am Rand der Map unten ist das, ne? Hier, wo dieses Seestück so reingeht, da sind wir direkt hier. Ganz easy. So, dann mal von oben kurz gucken. Sieht auch geil aus. Ich fand die, oh, das ist aber auch wieder cool gemacht hier, ne? Das, die haben das schon geil gemacht. Guck, oh, lol, warte mal, hier will ich hin. Wie komme ich denn hier hin? Alter, oh, jetzt immer noch oben frei. Boah, kann man bestimmt auch geile Bilder machen, ne? So, so sieht das jetzt hier aus. Ja, ich müsste eigentlich noch meine Einstellungen von dem Fotomodus mal ändern. Aber guck mal hier. Wie cool die das gemacht haben, ne? Auch wieder richtig geil. Also die haben nicht so langweilige Strecken einfach, ne? Echt coole Dinger. Echt geil. Es wäre echt nice, wenn da nochmal... Da müssten echt mehr von kommen, ne? Aber ich denke mal, jetzt hat man schon mal richtig paar coole Driftstrecken hier am Start. Ja Leute, das sind auf jeden Fall alle neuen Orte, die es jetzt hier auf der Karte gibt. Und auch mit den Geheimen schon hier, so wie das hier. Man sieht auch, hier ist auch keine Sau, ne? Ich bin der Einzige hier. Keine Sau. Vorhin bei den offiziellen Driftpark oder was gab es da alles, ne? Die schon offiziell sind, die Rennen. Da waren richtig viele Leute. Hier ist keine Sau. Ja, könnt ihr ja mal austesten. Also ich bin erstmal raus fürs Video, das habt ihr einmal alle gesehen. Wow, lange genug. Aber ich wollte einfach selber mal so ein bisschen drauf fahren, weil ich wollte einfach gucken, wie es aussieht. Ja, Leute, man sieht sich. Macht's gut, haut rein, euer Zocker. Ciao, ciao.